So. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ihn hier rauslocken. Nur nicht so. Schaffe ich es noch, dich zu backstabben? Nein. Egal. Da musst du jetzt hier dran glauben, das war gegen die Wand. Gegen die Wand ist nicht gut. So. Jetzt wieder hier die Leier mit den beiden. Und dich noch. So. Hier wieder dasselbe Spiel, den hier anlocken. So, hier runter. Falschen Zauber besprechen. Au. Ernsthaft? Ich habe nicht zufällig irgendeine Pflanze dabei, nein. Okay. Also muss es ohne Blitzspeer laufen diesmal. Gut. Das wäre ja geklärt. Jetzt macht er wieder... Wow. Genau das meine ich. Er kann über den Boden gleiten. Als ob es nichts wäre. Au. Und ich bin wieder zu früh losgerollt. Mhm. So. Oh, nein. Okay. Und ich bin tot. Ich habe langsam keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Naja, noch ein Versuch. Da ist die Aufnahmesession eh rum. Wie ich ja schon mal sagte, die DLCs sind hart. Jetzt bin ich schon so genervt, dass ich irgendwie komische Sachen mache. Komm ruhig her.
Nervensäge, verdammte. So. Da drüben steht übrigens der, den ich immer anlocke, wenn ich hier reinrenne. So. Wieder etwas Alone-mäßiges. Zum Glück hat der nicht die Reichweite. So, du bist weg. Du bist auch weg. Du bist tot, dann können wir uns mal kurz hochheilen. So. Jetzt muss noch der hier weg. Aber das ist schnell geschafft. Ja. Und wieder die Echse und dann wieder in das Loch springen. So. Na komm. Das musste mich ja treffen. Aber ich habe Heilung. Zum Glück. Wenn man es so sieht, so viele Estus-Verkaufs brauche ich bei Sir Alone nicht. Denn so oft trinken sollte ich vermeiden. So. Du ziehst dein Schwert. Ihr schießt alle ganz freundlich. Au. Oder unfreundlich. Hoffentlich schießt mir jetzt nicht wieder einer in den Rücken. So. So, spring ruhig zurück. Ja gut. Ja, dem Angriff kann man super ausweichen. Dem auch. Oh, man merkt übrigens, wenn er in der Pose ist, nimmt er weniger Schaden. Hohoho. Ja, komm. Komm, jetzt schaffen wir dich mal. So, dem auszuweichen ist leicht. Dem jedoch nicht. Ganz so leicht. So, dem sollten wir lieber ausweichen. Boah, wie hat er das jetzt geschafft? Jetzt wird's gefährlich, mal wieder.
Ich muss mich konzentrieren, deswegen sage ich jetzt nicht so viel. Ey, das ist doch echt nicht zu fassen. Ja, Sir Alone. Und bevor ich Sir Alone nicht besiegt habe, möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Aber leider reicht die Aufnahmezeit nicht mehr für noch einen Versuch. Außer ich finde da drin gerade einen NPC zum Beschwören. Also einen anderen Spieler zum Beschwören. Dann würde ich es vielleicht nochmal versuchen. Sieht aber leider nicht danach aus. Gut, dann halt, bevor ich halt das nochmal versuche und zu sehr überziehe, porte ich mich mal zurück zum Anfang und werde euch mal kurz die Beschwörungssache zeigen, die ich meinte. Dass ihr wenigstens das in der Aufnahmesession noch mal kurz gesehen habt. Da ist übrigens der Götze, den wir noch zerstören müssen. Um den zu zerstören, müssen wir allerdings Sir Alone besiegen, weil der hat den letzten Schmelzerkeil im Besitz. Also ja, das ist nicht so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte. Und ich glaube, das sind wirklich alles Alone-Ritter. Obwohl sie sehen eher aus wie Soldaten von Dings. Mit dem Brustemblem da. Vendrick's Infanterie. So, das heißt einmal kurz runterfahren. Genau, das hier sind die beiden Orte. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne beschworen. Und dasselbe gilt hier drüben. Wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, welches Zeichen für welches Gebiet ist. Das müssen wir einfach mal ausprobieren bei Zeit. Ja. Das heißt wieder zum Leuchtfeuer zurück, Majula porten und dann gibt es einen Cut für diese Aufnahmesession. Die war leider nicht sonderlich produktiv. Und ja, man merkt, wir haben hier ein bisschen was rumgewerkelt. Der Turm da drüben brennt nicht mehr. Dafür laufen jetzt die Zahnräder im Hauptturm. Und ja, man kann nicht wirklich erkennen, wo wir sind in den Eisenfeldern. Obwohl das da drüben aussieht wie das Eisenschloss. Dort könnte sogar das Eisenschloss sein. Ja. Aber wie gesagt, zurückporten, Cut machen. Echt doof gelaufen.
Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.